gemeinsam vereinigen wir unsere Kräfte in dieser herausfordernden Zeit und channeln für den Frieden. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und diese wunderbare mediale Koproduktion von uns Vieren anschaut. Mein Name ist Stefan Schmid, ich bin vom Kanal Solia Channeling. Ich bin Susanna Sutter, Spiritual Coach und Channel Medium. Mein Name ist Silvia Suryodaya Krupp. Ich bin spirituelle Lehrerin, Sternenbotschafterin und Medium. Mein Name ist Sonja Ariel von Staden. Ich bin spirituelle Künstlerin, Medium und Lebensberaterin. Ich möchte euch nun eine Botschaft von meiner Quelle Solia übermitteln, die euch in diesem wunderbaren neuen Jahr unterstützen und begleiten soll. Ich channel heute vor meinem Schöpfungslicht des göttlichen Schutzes, einem Bild mit der Energie von Erzengel Michael und unserer Sonne. Und aus dieser Quelle möchte ich jetzt ganz viel Inspiration für dich channeln. Wir, die Lichter des Himmels, wir grüßen euch. Seid gesegnet nun auf diesem Wege. Ihr nennt es das Zeitalter des Wassermanns. Doch wir möchten euch sagen, es ist energetisch das Zeitalter des Frühlings. Stellt euch vor, wir, die Engel des Himmels, sind parat, Wasser über eure Häupter zu ergießen, Wasser, die euch fruchten lassen in eurem Sein. Doch bevor das geschieht, möchten wir euch darauf hinweisen, dass auf verbrannter, verdorrter Erde nichts mehr wachsen kann. Bitte schaut nun euch diese Flecken nochmals an. Betretet den seelischen Garten eures Seins. Welche Blume ist da geboren worden und zu welchem Zwecke benötigt ihr sie noch? Wo sind die Flecken, die Erde, die noch umgegraben werden will? Seht euch bitte all das genau an. Wir wiederholen. Es ist nun die Zeit des Frühlings und wir sind hier, um dich zu begleiten in diesem enorm spannenden und wunderschönen Prozess. Seht euch in diesem Moment als Gärtner. Erkundigt euch genau bei eurem höheren Selbst, was ihr für Nahrung braucht, was benötigt ihr und was möchtet ihr hinter euch lassen. Denkt daran. Es ist die Zeit des Frühlings und wir sind parat mit dem Wasser, um euch zu erfrischen, zu erhellen in eurem wahren Sein. Wir fordern euch nun auf, werdet Gärtner von euren eigenen seelischen Gärten, sodass dieser wahrhaftig und in seinen wunderschönsten Blumen und Farben blühen kann. Das war das Channeling der Engel, die Worte der Engel, und sie schicken mir noch ein Bild, das ich dir auch gerne zeigen möchte. Ich sehe, wie unter jedem Mensch wie eine Insel ist. Ich sehe, wie wir alle so wie treiben auf dem offenen Meer. Und jeder hat seine Insel unter seinen eigenen Füßen. Und manchmal, ich sehe, treffen wir jemanden und wir umarmen uns und lassen dann aber wieder los. Das ist genau das Thema, das uns beschäftigt seit Wochen, Monaten, vielleicht Jahren, endlich wirklich in unsere Kraft zu gehen. Was heißt in die Kraft zu gehen?
dass wir für uns selbst verantwortlich sind in unserem ganzen Sein, dass wir die Verantwortung übernehmen für uns, für unsere Selbstfürsorge. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir vergessen in all den Jahrzehnten, wo die uns alle sehr geprägt haben mit dem enormen globalen Stress und Druck, der auf dieser Erde herrscht. Und diesen Druck gilt es nun wirklich hinter sich zu lassen, denn dieser Druck erdrückt unsere Blumen in unseren Gärten. Und das möchte ich dich gerne nochmals darauf hinweisen. Sei dir bewusst, wo hast du Druck? Wieso hast du Druck? Und versuche mit der Hilfe der Engel diesen loszulassen. Das ist die wesentliche Aufgabe im Moment, dass unsere Gärten erblühen können und dass wir zur Gärtner und Gärtnerinnen unserer eigenen Seele werden. Wir haben euren Ruf vernommen und sprechen als Freunde zu euch. Euer Erdensein ist uns wohlbekannt und wir sind euch verbunden. Die Freude sollte euch nun im Zentrum des Seins beschäftigen. Freude, nichts als Freude. Leidvolles habt ihr durchlebt und seid nun bereit, diese Kapitel eures Seins hinter euch zu lassen. Ein neuer Abschnitt hat begonnen und ihr spürt diese feine Energie, die euch zu neuen Ufern trägt. Lasst euch führen, nehmt den Fluss als Träger, lasst euch schwimmen, rudert nicht, vertraut dem Fluss des Seins, den ihr nun stärker spürt als je zuvor. Eine Kraft, die aus euch spricht und sich entfalten möchte. Gebt euch Raum, lasst diese Kraft ins Sein hinaus. Sie wurde viele Leben lang unterdrückt. Auch dieses Leben hat euch gelehrt, euch zu reduzieren. Dieses Spiel dürft ihr nun beenden. Selbst beenden, denn die Gegebenheiten dieser Zeit laden euch ein, euch zu entfalten, das nach draußen zu bringen, was in euch schlummert. Diese Schätze, die alles ins Lot bringen, nicht nur euch, sondern auch das Leben. Ihr werdet gebraucht. Glaubt nicht an die Märchen, die euch vorgaukeln, ihr werdet nichts wert. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ihr seid wertvoll.
Lasst also in die wertvollen Dinge aus euch hinausfließen, ohne Zensur. Glaubt dem, was in euch ist. Ihr hört diese Stimme lange schon. Und nun dürft ihr in dieser Stimme glauben, ohne Bedingungen, ohne Zweifel. Im Glauben seid ihr stark, werdet kräftig, seid unbezwingbar. Eure Kraft. Diese Kraft ist wichtig für euch, für alle. Lasst euch leben. Bleibt in der Freude und genießt dieses Sein, dass ihr euch ausgesucht habt. Eure Seele ist mit euch. Wir lieben euch. Wir sind bereit und grüßen aus der Ewigkeit. Ich möchte eine Botschaft der Plejada mit euch teilen. Wer sind die Plejada? Die Plejada sind höher entwickelte Lichtwesen, höherdimensionale Wesen, die schon bestimmte Entwicklungsprozesse durchgemacht haben in ihrer Entwicklung in eine höhere Dimension hinein. Und auch wir erleben gerade einen Dimensionswechsel. Sie sind unsere Sternengeschwister und sie können uns ganz, ganz großartig unterstützen und inspirieren in dieser besonderen Zeit. Und sehr viele von euch haben eine direkte Verbindung zu den Plejaden, bewusst oder unbewusst. Und viele Menschen auch, die ein Lichtwesen, ein engelgleiches Wesen sehen oder wahrnehmen können, sind in Kontakt mit einem plejadischen Lichtwesen. Sie schwingen so hoch, dass sie wie Engel oft erscheinen. Und die Botschaft, die ich heute teilen möchte, ist, die sie mir mitgegeben haben, ist, sie sagen, ihr seid ein kosmisches Wesen und ihr wächst immer mehr in diese kosmische Größe hinein, die ihr seid. Und das, was ihr gerade hier auf der Erde erlebt, sind enorme Transformationsprozesse, Erkennensbewusstseinsprozesse, durch die ihr geht und die ihr selber auslöst. Durch das, dass ihr immer mehr euer Licht erkennt. Im Kontrast von Licht und Dunkelheit könnt ihr immer mehr euer eigenes Licht erkennen, wie die Kerzenflamme in der Dunkelheit, die den Kontrast braucht, damit sie sich erkennen kann. Das ist das, was ihr gerade hier auf der Erde erlebt. Und euer inneres Licht, das ihr zum Leuchten bringt, ist vor allem spürbar für euch Menschen über euer Herz, eure Herzenergie. Euer Herz ist der zentrale Punkt, wo eure Gefühle am deutlichsten wahrnehmbar sind für euch. Ihr deutlich spüren könnt, was stimmig ist für euch und was eben nicht ihr seid. Und das, was nicht ihr seid, fällt immer mehr von euch ab. Das passiert in diesem großen Erwachensprozess, in dem ihr euch gerade befindet. Ihr erkennt immer mehr die Grundsubstanz, aus der unser ganzes Universum gewoben ist. Es ist die bedingungslose Liebe. Das ist die Ursubstanz unseres Universums.
Kein Staubkorn könnte hier im Universum sein, wenn er nicht aus der bedingungslosen Liebe geboren worden wäre. Keine Pflanze könnte hier existieren im Universum oder hier auf der Erde, ohne dass sie aus der bedingungslosen Liebe entwickelt worden wäre. Und so bist auch du ein Kind der bedingungslosen Liebe. Jeder Baum, jedes Tier ist geboren aus der bedingungslosen Liebe. Und die bedingungslose Liebe, die webt euch zusammen, die verbindet euch. Es ist eure Matrix. Eure Matrix ist die bedingungslose Liebe. Sie füllt den Raum. Dort, wo du denkst, dass es ein luftleerer Raum wäre, dort ist sie gefüllt mit der bedingungslosen Liebe. Und bedingungslose Liebe bedeutet ohne Bedingung. Ohne Bedingung zu lieben, nicht zu sagen, du musst erst so sein, damit ich dich lieben kann, sondern alles wertzuschätzen, das da ist in seiner Vielfalt, alles so sein zu lassen, wie es ist in seiner Vielfalt. Das lässt die bedingungslose Liebe zu, die ohne Bedingung ist. Und dort wächst ihr hinein in diese kosmische, in euer kosmisches Sein. Und ihr werdet auch uns und Sternengeschwister immer deutlicher wahrnehmen können, indem ihr in euer Herz geht, in eure Herzenergie, euer Licht leben lässt, euer Licht fühlt und euch somit transformiert. Diese Transformation geschieht durch euch selbst. Ihr erhöht euch, nicht wir erhöhen euch. Ihr erhöht euch selbst, indem ihr euer Licht erkennt, indem ihr immer mehr euer Licht lebt. Das ist die Botschaft, die sie mir mitgegeben haben. Und indem ihr immer mehr euer Licht lebt, werdet ihr in der Verbindung sein mit dem ganzen Universum, dem Kosmos und allem Bewusstsein, das dort auf uns wartet. Und so viel Liebe schicken sie uns, gerade die Plejader, so viel Unterstützung. Und ja, und du kannst sie spüren, indem du in dein Herz gehst und dein Mitgefühl, deine Liebe aktivierst. Und das ist ihre Botschaft, das ist das wichtigste Instrument für diese Transformation. Geh in deine Liebe, lebe deine bedingungslose Liebe. Und in diesem Sinne, vielleicht konntest du die Energie der Plejada ein bisschen spüren, wünsche ich dir alles, alles Gute. Lass dein Sternenlicht leuchten. Namaste. Geliebte Seele, die Zeiten sind wild, chaotisch und herausfordernd. Wir sind immer bei dir, um dich auf diesem intensiven Weg zu begleiten. Unsere sanfte und dennoch starke Energie umhüllt dich, beschützt und nährt dich. Bitte fühle in allen Zellen, dass du immer beschützt und umgeben bist von Kräften, die dich nähren und auf deinem ganz besonderen Seelenweg unterstützen. Die Energie wird weiterhin kontinuierlich ansteigen. Die Energie, die dabei hilft, den Wandel zu fördern, die Systeme auf der Erde in eine neue Ordnung zu bringen, alles aufzudecken, was noch an alten Strukturen den Wandel begrenzt. So möchten wir dich bitten, deine Begrenzungen immer wieder achtsam zu überprüfen und zu spüren, wo du dich selber und dein Licht noch einschränkst. Erlaube dir, über deine Grenzen hinaus zu wachsen, voller Mut, Tatkraft und Klarheit. Wir senden dir unsere Liebe und Energie.
damit du die Hoffnung stets behältst, damit du immer das Licht nicht nur am Ende des Tunnels, sondern auch in diesem Übergang von einem alten dunklen Zeitalter in das neue lichtvolle Zeitalter genießen kannst. Danke für deine Hingabe, dein Licht und deine Liebe. Sei gesegnet, geliebte Seele. Die Zeit ist nun da, alte Systeme hinter sich zu lassen und die Veränderung anzunehmen. Bleibe stark in deinem Herzen und vertraue. Für dich, für mich und für uns alle. Sei gesegnet.